Der Roundtable hat zum Ziel, verschiedene Akteure des Bildungssystems zusammenzubringen, um aktuelle bildungspolitische Themen gemeinsam zu diskutieren. Und es geht darum, im Diskurs gemeinsam ein Verständnis zu entwickeln für die Fragestellung, aber auch nach Lösungen aufzuzeigen und um die Umsetzung gemeinsam anzugehen. Wir haben im Kanton Aargau zurzeit ein Ressourcierungsmodell, das bis zu 12 verschiedene Kategorien von Ressourcen bietet. Diese Ressourcen sind in verschiedenen Kategorien zusammengefasst, laufen nach unterschiedlichen Antrags- und Zuteilungsprozessen ab und schränken die Schulleitung ein in der Verwendung dieser Ressourcen. Neu werden wir den Schulen Ressourcenkontingente zur Verfügung stellen. Diese Ressourcenkontingente kennen keine Ressourcenarten. Die Schulleitung bestimmt, für welche Zwecke die Ressourcen eingesetzt werden. Ungefähr ein Drittel der Schulen im Kanton Aargau wird künftig über mehr Ressourcen verfügen, etwa ein Drittel über weniger, und für etwa einen Drittel der Schulen wird alles beim Gleichen bleiben. Ich als Schulleiter sehe große Chancen mit der Pauschalressourcierung, weil ich dadurch viel mehr Gestaltungsraum erhalte. Etwa drei Viertel der Ressourcen werden dafür verwendet, um die Pflichtlektionen der Stundentafeln des Lehrplans abzudecken. Das bedeutet, dass für einen Viertel der Ressourcen Gestaltungsraum besteht. Damit können die anderen Aufgaben der Volksschule abgedeckt werden. Mein Gestaltungsfreiraum, den ich mir seit Jahren nehme, der Gestaltungsfreiraum ist jetzt wirklich offiziell gegeben. Von einer pauschalen Ressourcierung verspreche ich mir, dass es eben kein Gießkannenprinzip gibt, sondern dass man wirklich auch hinschauen kann, die Schulen, die Ressourcen benötigen, sie individuell einsetzen können, sei das mit Fachpersonen, sei das mit Teamteaching, sei das aber auf der Stufe Assistenzen. Die neue Ressourcierung ist zusammen mit der Umsetzung des neuen Lehrplans eine große Herausforderung für die Schulen. Ich denke, das größte Risiko ist, dass wir uns verzetteln. Das größte Risiko bei der neuen Ressourcierung ist, dass die Fachlichkeit verloren geht. Hat die Regelschule genügend Know-how, um die richtigen Kinder richtig zu fördern? Ich glaube, wir haben genügend Ressourcen im System, aber es ist die Frage, kommen die wirklich beim Kind an? Und es könnte sein, dass vor allem die auffälligen Behinderungen und das auffällige Verhalten dann zu Unterstützung kommt und die nicht so bekannten, unauffälligen, stillen Behinderungen diese Ressourcen, eben, dass die nicht bei Ihnen ankommen. Für mich als Schulleitung bedeutet das mehr Verantwortung. Ich brauche ein großes Know-how, wer welcher Schüler welche Bedürfnisse hat. Bei der Pauschalressourcierung besteht ein Risiko im Spardruck. Es ist keine Sparübung. Die gleichen Ressourcen stehen zur Verfügung wie bisher, sie werden aber anders verteilt. Und Pauschalen haben es in sich, dass eben eine durchschnittliche Annahme einer Pauschale nicht dazu führt, dass auf spezifische Angebote eingegangen werden kann. Eine wichtige Gelingensbedingung ist, dass der Kanton die Steuerung beibehält, dass er Förderkonzepte geschaffen werden in den einzelnen Schulen, die verbindlich regeln, wie der sonderpädagogische Bereich aufgegleist werden muss. Aber innerhalb von diesem Förderkonzept sind ganz verschiedene Modelle möglich. Bei der Umstellung auf ein solches System sind sicher alle Akteurinnen und Akteure gefordert. Es braucht Zeit, es braucht kleine Etappen, damit auch alle Beteiligten ins Boot geholt werden können. Ich denke, wir starten, aber man darf nicht vergessen, dass man ein sogenanntes Controlling braucht. Und wenn man merkt, dass es Schwierigkeiten gibt, dann muss die Politik auch reagieren und ist gefordert, hier Druck zu machen, dass bei der Bildung eben nicht gespart wird, weil die Bildung ist unser höchstes Gut. Es ist eine große Herausforderung und auch eine große Verantwortung, die Schulleitungen mitzunehmen. Das ist uns bewusst. Der Kanton Aargau macht hier große Anstrengungen, dass die Schulleitungen
kompetent sind in der Umsetzung. Schulleitungen, die Kompetenzen haben, die Verantwortung haben, die aber auch wissen, wenn sie Ressourcen verteilen müssen, wohin dass sie sie geben. Ziel ist, die Ressourcen dort einzusetzen, wo sie auch benötigt werden. Damit das gelingt, brauchen wir innerhalb von der Schule stabile Integrationsteams. Wir brauchen Standards in der Schule, nach denen wir beurteilen können, welches Kind braucht was. Es braucht eine Sicherung der Fachlichkeit auf verschiedenen Ebenen. Die Pauschalierung, die gibt einen guten Teil der Verantwortung in die Regelschule und das ist auch richtig. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass das ganze Know-how dort ist. Und deshalb finde ich es wichtig, dass vor allem bei den intensiver behinderten Kindern, die integriert werden, eine kantonale Verantwortung mitschwingt, die ein Auge darauf hat, wie wird dieses Kind gefördert, bekommt das die richtige Förderung. Es muss eine Stelle sein, die auch eine gewisse Macht hat, um eine gute Bildung dieser Kinder auch einzufordern. Die Diskussion am Roundtable hat für mich drei Ebenen aufgezeigt. Erstens die Fachlichkeit, insbesondere die heilpädagogische Fachlichkeit, muss ins System und sie muss zum Kind. Zweitens, wir müssen sicherstellen, dass wir wirksam sind mit unseren Handlungen. Dazu braucht es ein Qualitätsmanagement, einerseits vor Ort in den Schulen, aber andererseits auch eine Rahmenordnung im Sinne des Kantons. Der dritte Punkt ist die Rolle der HFH, insbesondere in der Aus- und Weiterbildung. In dem neu entwickelten und überarbeiteten Master werden wir Schwerpunkte setzen, die mehr auf Ebene Beratung und Organisationsentwicklung gehen, damit diese Kompetenzen, die der schulischen Heilpädagogin wirksam zu werden, ins System gestärkt werden. Thank you.